Guten Morgen. Guten Morgen an die aufgehende Sonne und an alle, die mit dem Ring der Kraft gehen, mit der Frage, was ist die Frequenz der Woche? Was erwartet uns diese Woche? Und immer wieder dieser Punkt, an wen richten wir eigentlich diese Frage? Und ich möchte in der nächsten Zeit den Ring der Kraft mehr auch ausrichten, dass wir darauf achten, wen wählen wir eigentlich, wenn wir hineinhorchen. Und ich habe heute Morgen ganz stark hineingehorcht in den Erdkörper als Ganzes. Und es ist ein Erlebnis, wenn wir versuchen, mit der Erde in einen Kontakt zu treten, wo wir davon ausgehen, auch die Erde ist ein Subjekt und die Erde hat Antworten für uns, wenn wir uns tief genug hineinbegeben und lauschen. Und heute Morgen war es bei mir so, als wenn die Erde, als wenn im großen Dunkel so ein ganz zartes Licht ist, was sich einer Neugeburt entgegenstreckt. Und in diesem Sinn kam auch die Aussage, ich bin schwanger mit einem neuen Zeitalter und vergiss nicht, dass wir uns mitten im Systemwechsel befinden und es kommt jetzt auf jeden Einzelnen von uns an. Und auch dieses Wissen, du bist Teil von mir, bitte mach dich zu meinem Sprachrohr, ich kann nicht selber sprechen, du musst in die Menschheit die Botschaften bringen. Und das fordert von uns, dass wir tief genug hineinhorchen. Es war auch dieses Gefühl, die Erde bebt. Und so das Gefühl, dass auch unter uns in der Menschheit so eine Art von Druck da ist. Und wo dieses Gefühl, stell dir vor, es sind Presswehen. Und presse erst im richtigen Moment. Lass dich nicht unter Druck setzen, sondern nimm den Druck wahr. Und es ist ein enormer Unterschied, ob ich die Schmerzen der gegenwärtigen Zeit als Schmerzen eines Sterbeprozesses sehe oder ob ich weiß, es ist ein Geburtsschmerz. Und in diesem Zusammenhang kam auch nochmal, dass ich das Gefühl, dass in dieser Woche Botschaften kommen werden die Menschheit zum Teil so empören, weil man spürt, wie lange wir unter einer Hypnose der Kontrolle standen, des Betrugs. Und trotzdem kam so diese Stimme, begib dich nicht in diese Wut, werde Zeuge, dass es Wut erzeugt, aber wisse, Wahrheit lässt sich im Kern nicht manipulieren, sie lässt sich verschleiern, aber Wahrheit ist, sie ist ganz einfach und verbinde dich mit mir, mit dieser Wahrheit und warte, wann die Zeit ist, wann du sprechen sollst und wann du schweigen sollst. Und in dem Zusammenhang auch Grenzen zu setzen, auf eine weiche, aber klare Art, weil du weißt, ich bin verbunden mit einer inneren Wahrheit, weil du weißt, dass du tief genug hineinlauscht, was ist jetzt meins in dem Ganzen. Und dieses meins kommt nicht aus dem Ego. Das Ego ist immer von der Angst getrieben und wir alle kennen diesen Punkt, wo wir nicht die Wahrheit sagen, weil wir irgendwo dazugehören wollen und uns anpassen wollen. Und jetzt diesen Punkt zu finden, zu wissen, die Wahrheit selber ist es, die uns leiten kann, die uns den Schutz gibt, den wir brauchen und die uns helfen wird, Hebammen einer neuen Zeit zu sein. Und wenn du noch nicht weißt, was es wirklich ist und du dich unter Druck fühlst, bleibe still. Werde so still, dass du den Moment nicht verpasst, wo du merkst, jetzt ist der Moment, wo es auf dich ankommt, auf mich ankommt. Also in diesem Zusammenhang empfinde ich diese Woche sehr stark. Bleib Zeuge deiner Reaktionen und sprich deine Wahrheit, wenn du merkst, jetzt ist es wichtig. Und lerne aber auch still zu sein und dich dem Unbekannten anzuvertrauen, wenn du es noch nicht weißt. Warte, bis von innen dieses Wissen aufsteigt. Ja, das war für mich die Kernbotschaft. Es gab dann noch einige Details, die eher nur mich betreffen. Aber ich glaube, diese Botschaft gilt für jeden von uns, der so in diesem Geburtskanal steckt, das wirkliche eigene höhere Selbst zu erkennen und Hebamme zu sein für die Geburt eines neuen Zeitalters. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Woche. Ja, Assim.